VGTV. Es ist soweit, unser Tourtermin in Bremen steht an. Ah, wir spielen heute Abend zu Hause im Pier 2. Meinerseits liebe Grüße aus meinem Zuhause. Ich muss ja heute nicht mit dem Nightliner fahren, sondern ich kann selbstständig zur Venue fahren. Ah, sehr ungewöhnlich, fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Es ist jetzt, glaube ich, kurz nach 2:30 und so langsam muss ich los, weil es ist bald Soundcheck. Wir lassen uns heute ein bisschen mehr Zeit mit allem. Heute in Bremen und morgen in Bochum im Ruhrkongress. Also 2 Tage Wochenende. Ja, ich freue mich. Und ja, es ist schön, im eigenen Bett ausschlafen zu können, wenn man am Abend eine Show zu Hause in der Heimatstadt spielt. Ich bin ja der Einzige, der noch so richtig in Bremen wohnt. Die anderen wohnen hier und da. Und ich halt die Heimspielfahne noch so ein bisschen hoch hier. Family ist da, Freunde sind da. Das ist immer was ganz Besonderes. Und deswegen werde ich wahrscheinlich heute Abend auch ein bisschen angespannt sein. Aber ich freue mich total und auch auf morgen auf Bochum. Ich lade jetzt mal eben alles ins Auto und dann geht's los zum Pier 2. Und ja, ich freue mich auf euch und viel Spaß bei der Folge. Haut rein, macht's gut, bis nachher. So, angekommen am Pier 2. Ganz geil. Man setzt sich ins Auto und 5 Stunden Fahrt und man ist schon da. Nicht die Nacht durchfahren und unausgeschlafen irgendwann morgens aufstehen, sondern ja, kann man mal machen. So, da hinten. Da sind schon die Ersten da. Die sind früher dran als ich. Gerade in Flagranti erwischt. Jemand hat mir eine gleißende LED-Leuchte mit Kamera da drunter ins Gesicht gehalten. Deswegen muss ich dich jetzt leider abwürgen. Telefoniert er gerade? Ja. Bei der Arbeit? Ja. Na, zum Glück trägt er einen Helm. Du bist wohl gefeuert, wa? Mein Handy am Steuer. Ich bin verliebt in eine Insel, akzeptier keine Kritik. Ich bin verliebt in meine Pitcherslaut und irische Musik. Und weil es in jeder Stadt ein Irish Pub zum Feiern. Oh, ich reibe meinen Bogen ein. Das klingt irgendwie vulgär. Dieses hier, dieser rote Stein hier, ist, das nennt man Kolophonium. Im Grunde, wenn du das über die Haare hier reibst, die haben ja erstmal so für sich genommen nicht unbedingt viel Widerstand. Das sind relativ glatte Pferdehaare. Und wenn du da das Zeug drauf schmierst, dann entstehen so ganz viele kleine, wie so Staubkörnchen auf den Haaren, die alle so ein bisschen klebrig sind. Und die ziehen dann natürlich hier alle einzeln an der Seite und dadurch entsteht dann dieser schöne Sustain und dieser schöne Klang. Und wenn du das da nicht drauf machst, dann kommt auch sehr wenig raus. Und das wird dann irgendwann problematisch. Reden wir immer noch über Geigenbögen oder geht es hier die ganze Zeit um was anderes? Ich weiß nicht, Eike, das ist, du bist hier der mit dem komischen Gehirn. Ja, ich würde sagen, genug eingerieben. Ich bin verliebt in eine Insel, akzeptier keine Kritik. Ich bin verliebt in meine Bremen, das war's. Wir haben hier mit euch ordentlich abgeliefert. Meine Güte, ausverkauft. So geil. Und alle haben wieder so doll mitgefeiert. Eine Lautstärke hier, das absolute Wahnsinn. Also ich bin leider echt krank. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich bin kaum zur Toilette gekommen. Und ich habe gedacht, ey, wie soll ich das schaffen? Und dann, ihr wisst ja, ne, ordentlich Ibuprofen und wie das alles heißt rein. Und ein bisschen schwitzen auf die Bühne. Ihr seht ja, ich bin immer klitschnass. Trotz Feuer und so weiter. Ne? Es war einfach fantastisch. Wir hoffen, dass das immer so weitergeht. Vielleicht sogar noch größer wird. Wer weiß. Super geil. Liebe Leute, alles Gute. Kommt wieder. Ciao.
meine Lieben. Liebe Grüße aus Bochum. Zweiter Tourtag an diesem Wochenende und wir spielen heute im Ruhrkongress. Und das ist direkt nebenan hier vom Stadion des VfL. Ja, hier ist auch nicht was los. Ich glaube, die haben gerade ein Tor geschossen. Also Bochum. Weil das war hier gerade ziemlich laut und klang enthusiastisch. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie der Stand ist, aber naja. Und war gute Atmosphäre. Ich hoffe, bei uns nachher wird es genauso. Na? Ich bin auch krank, geh weg. Scheiße. Geht's dir immer noch nicht besser? Ich mach Kreuzworträtsel. Das hilft. Vielleicht könnt ihr mir bei einer Frage helfen. Poetisch Zweig. Wusste ich mal, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Fluss durch Kufstein in Tirol. Mann, sowas kann ich mir auch nicht merken. Das braucht auch kein Mensch. Alex ist tot. Schade. Schade. Keine Show. Ja. Hallo Leute zu Fersengold TV. Ich bin Thiago. Ich mache den Bühnensound für die Leute auf der Bühne. Ich habe hier gerade mal das Mikrofon. Rede da rein. Und ihr hört gerade tatsächlich die Kamera, sondern ihr hört quasi das Monitorsignal, was Malte auch auf dem Kopf hat. Ich erkläre euch das mal ganz kurz, dass ihr wisst, was passiert. Dieses Mikrofon zum Beispiel geht über Funk in so einen Empfänger, von da aus in die Stagebox, in das Mischpult hier rein. In dem Mischpult mache ich so ein bisschen Klangbearbeitung, damit das ein bisschen angenehmer auf dem Kopf ist, als wenn das so direkt unbearbeitet reingeht. Von hier aus wiederum läuft das in dieses wunderbare Gerät von der Firma Klang. Der macht Folgendes, man kann hier draufdrücken und dann dauert das einen kleinen Moment und dann geht hier so eine Bedienfläche auf. Die ist ein bisschen langsam, darum habe ich hier oben nochmal einen Rechner und der macht das Ganze quasi auch. Also sehe ich quasi hier, was ich bei Malte im In-Ear-Mix mache. Auf der einen Seite sieht man hier ganz klassisch wie beim Mischpult auch so Fader. Ne? Da sieht man, dass Malte sich selber relativ laut hört, weniger Schlagzeug und so weiter. Das mische ich ihm alles so zurecht. Und der Trick an dem Ding ist, dass ich gleichzeitig aber auch nicht nur nach links und rechts Panorama habe, sondern ich kann quasi die Signale, die es gibt bei Fersengold, ringsum um Maltes Kopf verteilen. Wenn ihr jetzt einen Kopfhörer aufsetzt, dann könnt ihr das tatsächlich auch hören. Ich nehme nämlich jetzt mal hier einfach das Vocal von Malte, was momentan quasi vor ihm ist, und fange jetzt einfach mal an, das um seinen Kopf rotieren zu lassen. Jetzt solltet ihr merken, dass es eher so ein bisschen links ist und jetzt wandert das Ganze quasi hinter euren Kopf. Jetzt spreche ich also von hinten quasi hinter euren Kopf. Das macht man zum Beispiel mit einem Schlagzeug oder mit Gitarren, dass sie nicht so präsent sind und dass Malte für seine eigene Stimme auf dem Kopf dann aber noch ordentlich Platz hat. Ne? Am Anfassen ist es hier oben in der Mitte, da hört er sich super gut, da ist er schön präsent. Und was ich auch noch mit dem Ding machen kann, ist sogar tatsächlich, weil es ja 3D ist, da müsst ihr so ein bisschen die Ohren für, die Augen für zumachen, dann seht ihr das besser, hört ihr es besser. Man kann das auch in der Höhe verändern. Jetzt kommt es tendenziell eher von oben, jetzt wandert es eher wieder runter in die Mitte und jetzt kommt es eher so von unten weg. Ne? Es wird ein bisschen dumpfer, es wird ein bisschen heller manchmal und dafür sind die ganzen Gerätschaften da. Dann schicke ich das Ganze über so Funkstrecken wieder raus, dann kommt das an so ein Beltpack und dann bei Malte auf die Ohren. Und das mache ich dann quasi nicht nur für Malte, sondern halt für alle Musiker, die es auf der Bühne gibt. Und die sind soweit zufrieden, hören sich alle gut. Hören euch natürlich auch gut, weil ich Atmo-Mikrofone habe, wo ich euch mit aufnehme, das Publikum. Das heißt also, wenn ihr laut seid, hören die das auch trotz Stöpsel im Ohr. Shelley O'Brien, jedes Jahr kehren wir bei dir ein. Denn du himmlisches Wesen stehst hinter dem Tresen und brauchst keinen heiligen Schein. Shelley O'Brien, heute sollst du meine Weihnachtsfee sein. Und willst du an mich denken und mir etwas schenken, dann schenk mir doch einfach was ein. Oh, Shelley, oh, Shelley O'Brien.
Wir sitzen schon wieder im Backstage und kommen ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig in Worte fassen soll. Es war unfucking fassbar laut. Ich glaube, es war wirklich die lauteste Show der ganzen Tour bisher. Von euch, vom Publikum. Und ich glaube, das Publikum ist überall schon ziemlich krass drauf. Also das ist ein Riesenkompliment. Und alter Schwede hat das Bock gemacht. Also die Halle macht Spaß, ihr macht Spaß. Wir kommen wieder. Versprochen. Macht's gut. Und ist das besser als der Lightshow Turbodesk V1.0? Also ehrlich? Nein. Weil hier kann ich nämlich nur das hier machen. Ne? Und wenn man jetzt mal wieder auf das Lightshow Turbodesk geht, ich kann hier noch Gruppen machen. Kann ich hier an dieser C3500 nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen, um Ton zu machen, nehme ich das, aber Licht machen ist ja kacke hier mit.